Vor mir steht ein sichtlich glücklicher und zufriedener Patrick Grünreich von der siegreichen Germania Metternich. Patrick, 2:1, die SG Hofrath niedergerungen. Und das nicht unverdient. Sicherlich, wie ist dein Fazit? Ja, gut zusammengefasst. Ich würde sagen, vor allem nicht unverdient, will ich auch genauso unterschreiben. Ich würde eher sagen, verdient. Wir haben 90 Minuten keine einzige Torchance aus dem Zentrum zugelassen. Ich glaube, in der 92. Minute gab es die erste Chance, da gab es einen Elfmeter für Hochwald. Die letzten 3 Bälle haben wir danach sehr gut auch verteidigt. Ansonsten waren wir immer brandgefährlich, hatten die Räume eng, hatten gute Umschaltmomente, hätten vielleicht schon einen Ticken früher den Deckel drauf machen können. Es war eine überragende kämpferische Leistung. Wir haben bewusst ein tiefes System gewählt, weil wir wissen natürlich um die Stärke und die Flexibilität im Ballbesitz von Hochwald. Ja, aber ich glaube, letztendlich war es ein hochverdienter Sieg von uns. Ja, gerade nach der klaren 0-3-Niederlage, ihr wisst, Balsam für eure Seele, gerade wo ihr mit so viel verletzten oder krankheitsbedingten Spielern zu tun habt. Wie geht's denn die nächsten Wochen weiter? Ja, ich wollte es eigentlich unerwähnt lassen, aber ja, in der Tat haben uns 15 Jungs gefehlt, davon sind aber 6 oder 7 Urlauber, das heißt, der Kader wird sich nächste Woche schon füllen. Aber ein Kompliment an die Jungs der zweiten Mannschaft, die haben sich nahtlos eingefügt, haben die letzten 4-5 Minuten auch das letzte Hemd gegeben, haben gefightet und ja, wir sind glücklich über den Sieg, der sicherlich nicht ganz eingeplant war heute. Ja. Okay, Patrick, dem ist nichts hinzuzufügen. Euch viel Glück weiterhin für die Saison und dann bis zum Rückspiel. Danke, wünsche euch auch. Dankeschön.